Einen wunderschönen. Ich begrüße euch zu meinem kleinen Technikkanal. Ich wollte das mal auf diese Weise probieren. Vorbild natürlich Thomas Panke, Held der Steine. Gucke ich sehr gerne. Ja, viel durch Text rüberbringen, wenig schneiden müssen. Na, ja, Videos machen hatte ich schon öfter mal vor. Also ja, eigentlich die ganze Zeit immer mal nebenbei mal, aber wird immer nichts. Jetzt ja, bin ich endlich mal so weit. Ich wollte jetzt erstmal vorstellen, meine Arox Scale Serie, die baue ich mir gerade so auf, ja, eigentlich schon das ganze Jahr über. Seit ja, dem letzten Pneumatikbagger, den Volvo Pneumatikbagger, den hatte ich ja auch vorgestellt. Und dann ging es los hier mit diesem großen Dreiachser mit Arox Kabine. Jetzt untypisch, ich habe alle Fahrzeuge rückwärts, also quasi mit der Heckansicht zur Kamera aufgestellt. Ja, Front wird ja jeder kennen. Arox Kabine gefällt mir gut. Wäre natürlich super, wenn Lego auch noch andere Kabinen rausbringt. Scania, Volvo, was weiß ich. Gibt es ja auch viele Mocs, sieht natürlich auch toll aus. Aber mir ist das immer nicht so. Ja, was nachbauen mache ich gerne. Mehr um zu sehen, wie andere irgendwas bauen. Ne? Wenn irgendwer eine Anleitung zur Verfügung stellt, gucke ich mir gerne an, baue ich gerne nach, um zu sehen, was derjenige sich so bei gedacht hat und vielleicht auch Bautechniken rauszukriegen, die ich irgendwo weiterverwende. Mache ich natürlich auch gerne bei Lego Original Sets. Abroller zum Beispiel gucke ich mir an. Wie ist die Mechanik, wo sind die Aufnahmepunkte? Hier beim Arox natürlich der Kippmechanismus, hat sehr viel Kraft mit nur einem Aktuator. Habe ich in diesem 1:1 übernommen. Ansonsten ist nur die Kabine original, ja, auch leicht modifiziert, hinten am Ende hier und Rundumleuchte drauf, seht ihr schon, also Lichtbalken. Ja, passt schon. Ansonsten dieser kleine Witz hier, super Truck. Ja. Auch Arox Kabine. Ich habe das Set zweimal gekauft. Ist einfach ein super Teilevorrat. Kann man viel draus machen. Auch der originale Truck ist ja schon super. Natürlich mit Power Functions, dass er auch fährt, wäre natürlich wünschenswert. Aber gut, einfache Methoden gibt es ja mit einfach Motor an der Achse dran stecken. Ja. Bei mir leider nicht so, also was heißt leider, also das muss alles schon original gefedert sein. Allradantrieb. Ja, Vierachser Allrad wäre natürlich auch was, aber ist mir zu kompliziert, will ich auch nicht sagen. Bei mir habe ich es lieber in den Achsen Servomotor direkt auf die Vorderachse gebaut, direkter Antrieb auf die Zahnstange, super präzise Lenkung. Diese Modelle hier, der Radlader und die beiden Arox laufen mit Buvis. Hier, also zu meiner Linken, zu eurer Rechten wahrscheinlich, Siebanlage bin ich dabei, ewig schon, ja, so ein Set in 1 durchzubauen, oder was heißt ein Set, so ein Mock in 1 durchbauen, ist ja, aus Zeitgründen bei mir nicht möglich und ja, irgendwann ist man an so einem Punkt, guckt man nicht weiter, fängt man etwas Neues an. Langzeitprojekt immer mal wieder. Ich hatte Elternzeit gut geschafft, da habe ich natürlich den ganzen Truck hier gebaut. Passend dazu sollte eine Siebanlage kommen. Mir passt natürlich super, dass im Sommer jetzt dieser, ja, was soll es sein, Liebherr, super Bagger mit so einer Schaufel, brauche ich nicht, finde ich irgendwo sinnlos. Alles in einer Größe wäre mir lieber. Darum werde ich den Bagger natürlich mehr zulegen. Ich werde den umbauen, also ich werde ihn erstmal aufbauen, um zu gucken, die neuen Motoren, alles, wie das funktioniert, wie es übersetzt ist, die neuen Aktuatoren, die langen, freue ich mich sehr drauf. Ja, weiß, schwarz, grau ist er, glaube ich, passt eigentlich auch. Da kriegt man auch einen vernünftigen, ordentlichen Bagger, der in diesen Maßstab hier reinpasst. Bestimmt sicher gut hin. Werde ich natürlich umbauen. Wollte ich schon immer mal machen. Ich finde C-Modelle immer wahnsinnig toll. Wer sich da so viel ja, Kreativität reinbringt mit
mit einem festgelegten Steinevorrat, ja. Also super. Ich denke mal, mit dem Bagger, so viele Teile wie der hat, wird man da wahrscheinlich gute Mocks rauskriegen. Ja, so eine Anleitung dazu zu machen, werde ich auch oft nachgefragt zu den drei Videos, die ich bis jetzt gemacht habe. Anleitung, ja, Anleitung ist immer schwer. Müsste ich ja die ganze Zeit zerlegen. Jetzt bei so einem Abrolllage zum Beispiel. Ich werde diesen Mechanismus vielleicht auch mal einzeln vorstellen. Ich werde die Sets auch alle einzeln vorstellen. Das soll jetzt einfach nur mal so ein Einstiegsvideo sein von mir nochmal in ein anderes Format. Also quasi, wo ich zu sehen bin, wo ich ein bisschen quatsche, mehr Informationen in kürzerer Zeit rüberbringen kann. Natürlich leider nicht so national, nur national, deutschlandweit wahrscheinlich. Aus Zeitgründen kann ich das nicht alles übersetzen, geschweige denn in Englisch alles quatschen hier und ein Video machen, wie ich es sonst gemacht habe. Ich habe es immer versucht, möglichst detailliert dran zu schreiben, welche Motoren wo sitzen, aber reicht den meisten ja sowieso nicht. Jeder will eine Bauanleitung dazu haben, ist nicht möglich. Geht nicht, kann ich nicht. Ja. Videoqualität muss natürlich auch besser werden. Ja, finde ich auch. Ich würde gerne mal ein Videoprogramm mitmachen. Einen Videokurs mitmachen, um mal irgendein Videoprogramm kennenzulernen, dass man mal auch gute Videos schneiden kann. In dem Video von meinem Mac Truck zum Beispiel bin ich quasi hier oben gefahren. Dachboden bin ich beim Ausbauen und natürlich Lego Hobbyraum mit großem Schreibtisch und ich verspreche mir daher auch leichter mal ein Video nebenbei zu machen. Ja, soweit erstmal. Ich werde alles jetzt demnächst einzeln vorstellen, Funktionen erklären, natürlich ein bisschen fahren hier hin und her, die sind alle ferngesteuert. Siebanlage dauert natürlich noch eine Weile, bis die mal fertig ist. Ich habe hier noch einen Tieflader stehen, soll für den Volvo-Radlader werden. Ich habe auch vor, eine große Trommelsiebanlage zu bauen. Ja, da drüben steht jetzt noch dieser große Bulldozer, den es damals als Einstieg zu Lego Technic Power Functions gab. Den werde ich auch noch von der Kabine so modifizieren, dass hier diese alten Technikmännchen reinpassen. Die passen hier eigentlich, also in den Aurochs, ein bisschen zu klein sind sie, aber mir nach rechts passen super rein. Nur mal, um ein bisschen Vorfreude zu schaffen. Ich kann ja mal das jetzt mal ein bisschen einzeln so also vorführen. Hier natürlich, ja. Aurochs-Kabine, wie schon erwähnt. Bei dem Set habe ich den Buvis hier verbaut für Antrieb, Lenkung und Abroller. Das ist ein Abrollcontainer, LKW, ja, also man kann hier einen Container hochrollen und den natürlich auch hochstellen zum Auskippen. Das ist eine Funktion, also hoch und runter. Die andere Funktion sieht man jetzt wenig. Anhängerkupplung verbunden mit Verriegelung für den Container und Verriegelung, je nachdem, entweder ist der Container verriegelt, dass man den hochkippen kann, auskippen kann, oder der untere Teil dieser Aufnahme ist verriegelt, dann kann der Container abgerollt werden. Der S-Brake ist hier in der Kabine drin, ist in dem Fall nur für Warnblink. Nochmal Bedürfnis. Ja, wie gesagt, Allradantrieb. Ich werde die Achsen auch vorstellen. Ich werde zu den Achsen im Vorstellungsvideo natürlich auch detaillierte Bilder noch zeigen, wie ich die gebaut habe. Ich nehme sie auseinander, wie ich's, ich denk mal, wie ich es auch beim Mack Truck gemacht habe. Ja. Genau, so viel dazu. Den mal beiseite gestellt. Ja, Dreiachser, Arox. Ja, Lichtbalken. Original Lego, ja. Wurde ich schon nachgefragt. Hier sind diese vierer lang
alten Rundumleuchten aus der Systemreihe von damals verbaut. Die gehen durch, ja, Lego-Platten mit Löchern drin und leuchten dann halt so fröhlich dadurch. Werde ich auch detailliert zeigen. Ja, geht hier noch rein. Natürlich für den Volvo-Radlader konzipiert. Heckklappe verriegelt, wenn die Ladefläche quasi auskippt, entriegelt sich hier dieser Mechanismus. Den werde ich auch detailliert zeigen, wenn ich dieses Fahrzeug einzeln vorstelle. Allradantrieb, ja, extrem geländegängig, sag ich mal. Dann Volvo-Radlader, kennt ja jeder, ist auch wieder ein Riesending, soll für Tagebau, Mine, sonst was sein. Ist mir zu groß. Schaufelradbagger ist mir zu groß. Jetzt dieser große Liebherr-Bagger ist mir zu groß. Immer nur so ein kleines Männchen drin. Mag ich nicht. Sowas hier, das jetzt ungefähr. Ich hätte gerne Volvo, wie heißt der denn? 170? 170 oder so. So wie er jetzt aussieht, ist es wahrscheinlich eher ein 220er, der natürlich vom Gewicht her nicht auf den Tiefladeranhänger hinter dem LKW hergezogen wird, sondern hier würde wahrscheinlich eher ein richtiger Tieflader-Auflieger gebraucht werden. Aber ich wollte es halt ein bisschen kleiner halten. Hier diesmal Palettengabel dran. Ja, ich habe ein Schnellwechselsystem gebaut. Hier ist der Buvis außen verbaut. Hinten drin habe ich im Heck noch Lego-Akku. Oder ist es die Batteriebox? Ich weiß es nicht. Sehr gleich groß. Passt da rein. Buvis würde hier hinten auch reinpassen. Brauche ich eben für das Licht. Rundumleuchte. Auch ganz klassisch. Einzeln niedlich. Ganz klar. Ja. Erzähle ich auch noch ein bisschen was extra zu. Motorhaube. Auch wieder so, ja, Motor nach vorne gerückt, näher an der Achsel ran. Jetzt pendelt die Achsel nicht mehr so, dafür passt der Akku hier noch drunter. Und ja, alles ganz schön aufwendig, um das mal schnell mal seinen Radlader umzubauen, ist das wahrscheinlich nicht so. Naja, habe ich wohl lange dran getüftelt. So, stellen wir das auch mal hier rüber. Dann kommen wir mal zur Siebanlage. Jetzt hier die Batteriebox hier mal runter, dass man sieht, hier Beleuchtung ist dran, kann man nachher auch ausfahren. So soll es sein. Licht, ja, ist Lego ja knauserig, kennt ja jeder. Nur diese einfachen LEDs, die kosten Schweinegeld, es macht wenig Spaß. Aber das bisschen Spaß, was man hat, muss man natürlich hier ein bisschen ausnutzen. Ja, diese Siebanlage, wenn sie mal fertig ist, kann diese schwarzen Pins von allen trennen oder natürlich auch diese Lego 1x1 Rundfliesen oder was auch immer, die passen hier in der Mitte durch dieses Gitter. Das ist jetzt auch schon wackelig gebaut. Hier wird nachher ein Mechanismus dran kommen, der dieses Gitter schüttelt. Hier hinten wird die Schüttung kommen, wo natürlich der Radlader jetzt schon nicht mehr rankommt. Hier werde ich bauen, ja, zum Aufklappen große Schüttung, die dann quasi aufklappt, wenn das Ding zum Einsatzzweck aufgestellt wird. Ja, Grobmaterial hier raus, Feinmaterial vorne raus, Stützen dran. Dieses Gerät kann sich nachher abstützen. Mir ist es auch immer wichtig, dass hier alles irgendwo so ein bisschen auch gefedert irgendwo ist, ja, also vorne, das muss immer schon sein. Ja, hier ist auch schon Anhängerzug immer auf der Höhe von den Sattel, von den Anhängerkupplungen von den LKWs, passt immer. Ich kann es quasi auch, ja, der 3-Achse-A-Box hat natürlich auch ferngesteuerte Anhängerkupplung. Ich kann ranfahren, ankuppeln, losziehen. Hier kommt es noch dazu, wenn die nachher aufgebockt ist, wird sie dann so hoch stehen. Ja, dann steht sie so, hier passt ein Container unter. Mein Vorbild ist natürlich auch ein Sattelauflieger hierzu gewesen. Aber ein Anhänger gefällt mir besser zu den beiden LKWs, die ich habe. So, genau, so viel dazu.
jetzt habe ich euch natürlich die Seite gezeigt, wo ich die schwarzen Paneele dran habe. Hier sind die roten schon verbaut, vom Kran natürlich. Die schwarzen werde ich natürlich alle austauschen. Die rote, farblich muss man ja immer ein bisschen gucken. Erstmal bauen, wie es passt. Und dann wird alles nachgerüstet. Genauso wie bei diesem Tieflader. Das wird der für den Radlader, den natürlich auch gefedert, so wird er gebaut. Ja, der Anhängerzug, Deichsel, kommt dann hier dran. So, genau. Also mit Tiefbett, Rampen kommen noch dran, die Hinterachse soll zwangsgelenkt werden. Ist bei solchen Anhängern üblich, will ich nicht sagen, aber möglich. Zwangsgelenkt ist so eine Sache, möchte ich bei Lego lieber haben, als normalerweise ist das eine reibungsgelenkte Achse, die beim Lenken von alleine hinterherläuft, ist das Rückwärtsschieben natürlich wieder komplizierter. Ansonsten würde der Lader dann ungefähr so draufstehen. So wäre mir das am liebsten. Man beachte hier die schönen silbernen Felgen. Ja? Hätte ich auch gerne für einen Arox. Schwarze Felgen für einen Arox. Das wäre ein Traum. Aber dafür habe ich ja meinen kleinen Abroller hier. Schwarze Felgen einmal frei. So viel dazu. Erstmal viel gequatscht. Raupe baue ich um. Das so alles wird fertig. Ich werde mehrere Container hier bauen. Ich werde auch noch mehrere Anhänger hier zu bauen. Ich stelle es nach und nach vor. Ich nehme es mir vor, auch mal ein Video machen, wie alle Maschinen miteinander laufen, mit einem Kumpel zusammen, der hat auch nochmal den Radlader ein bisschen originaler noch als diesen hier. Da kann man bestimmt mal ein schönes Video machen, wie diese Maschinen alle zusammen schön arbeiten. Ja, die Personale im Einsatz werden wir wahrscheinlich dann mit dem neuen Bagger sehen, ja, ein bisschen mal in die Zukunft geguckt. Ja, mein L60 steht hier unten auch noch. Den Orangenen, den werde ich auch noch mal vorstellen. Ich habe bis jetzt ja nur das Video gemacht, wo er da über meine Boxen drüber fährt. Aber das ist ja nicht so der Hit, sage ich mal. Man sieht was, klar, ich wollte mal zeigen, dass er fährt. Und Power hat er auch. Buwes Power ist natürlich, ja, schon erreicht. Ja, jedenfalls, ja. So viel dazu. Jetzt habe ich eine ganze Weile gequatscht. Ich hoffe, euch gefällt es so ein bisschen, dass mal wieder ein bisschen was kommt von mir. War mir jetzt selber ja, ein Bedürfnis sozusagen. So wird das mal. Schönen Dank fürs Zuschauen. Würde mich über einen Kommentar oder ein Like freuen. Ja, vielleicht abonniert auch der eine oder andere noch den Kanal. Genau. Dann werdet ihr natürlich im besten Fall sofort über neue Videos von mir informiert, wenn ich diese Modelle hier im Detail vorstelle. Ne? Okay, soweit erstmal und ich wünsche euch ja, einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht.